Hallo, liebe Monogoristen. Wie versprochen, kommt jetzt zum Thema Nachhaltigkeit bei der Firma Vago. Unser Nachhaltigkeitsbeauftragter Linus. Oh ja, erzähl mal was über Vago. Ja, Vago. Vago ist ganz schön, weil Vago, das ist ein ganz kleines, eine Frau, ein Mann Unternehmen. Und die haben aber in Indien eine Produktionsstätte alleine aufgebaut vor vielen Jahren. Die haben mit 4 Mitarbeitern angefangen, sind jetzt bei 20 Stück, also bei 20 Mitarbeitern und produzieren diese Taschen dort nach eigenen sozialen Mindeststandards, die sie quasi dort umsetzen konnten dann durch die eigene Produktionsstätte. Das sind die EFTA-Kriterien, die umsetzen. Das ist die European Fair Trade Association, also nach denen, also für diese Kriterien haben sie sich entschieden und produzieren nach diesen Standards. Und es gestaltet sich so, dass sie auch öfters im Jahr unten sind, natürlich dann in der Produktionsstätte und da im großen Kontakt stehen, im intensiven Kontakt. Die kaufen auch diese Materialien, diese Recycling-Materialien, die in diesen Taschen drin sind, selber ein, und zwar auf Märkten in Delhi. Das sind große Versammlungshöfe, wo in Indien jeglicher Müll eigentlich verkauft wird, weil sich aus allem da Geld machen lässt und unter anderem da eben auch diese ehemaligen Schläuche, die in LKWs drin sind, also in den Reifen drin sind, und auch die Sicherheitsgurte, wie sie hier als Tragegurte verwendet werden. Die kaufen die beiden da unten ein und produzieren auch dort. Und das geschieht fair. Und es ist auch so, dass die ganzen Taschen dann von Indien per Schiff verschickt werden, damit auch der Transportweg möglichst klimaschonend ist. Und was noch dazu kommt, Vago hat eine eigene Schule auch in Ostindien aufgebaut. Und beschäftigen dort 3 Lehrer und können dort mittlerweile, glaube ich, 60 Kinder unterrichten. Also das ist wirklich ein sehr, sehr engagierter Hersteller, der mir persönlich auch ganz gut gefällt. Okay, super. Ja, vielen Dank.